Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Beim letzten Mal haben wir die Geburt eines neuen Hirten miterlebt. Und selbstverständlich, wie hätte es auch anders sein sollen, ist es Sorway, der das legendäre Schwert aus der Kuppe gezogen hat und damit auch gleichzeitig die Dame vom See mehr oder weniger wiederbelebt hat, nämlich die gute Layla, die ebenfalls ein Seraphim zu sein scheint, denn sie hat ebenfalls, was heißt ebenfalls, sie hat die Kraft, die Hadeans zu läutern, die unser guter Held Sorway anscheinend jetzt auch besitzt. Und wir haben beim letzten Mal auch gesehen, warum oder was es auslöst, dass ein Mensch zum Hadean wird, nämlich Hass, Verzweiflung, Trauer, die ganzen negativen Gefühle. Und wir haben ja mittlerweile schon mitbekommen, was auf der Welt hier so los ist. Und das ist ja dann wie so eine, ja, wie so ein Teufelskreislauf, dass sich irgendwann automatisch die Aliens hier nach und nach vermehren und vermehren, wenn sich die Situation nicht verbessert. So auch beim letzten Mal, wo sich ein Mensch vor unseren Augen in einen Werwolf-Alien verwandelt hat. Und den müssen wir jetzt bekämpfen. Und er hat noch zwei Alien-Schlämme. Schlamme, was ist die Mehrzahl von Schlamm? Auf jeden Fall sind da noch ein paar Alien-Schlamm-Viecher. Amorph, was ist das denn? Ist das ein Gegnertyp? Amorph. Und er hier, Teria. Schwäche gegenüber Wind hat er. Und diese Schlammbolzen haben keine Schwäche. Ich denke, wir kümmern uns erstmal um die nervigen Gegner. Denn die sind relativ schnell zu besiegen. Achso, sie sagt gerade, sie kann diese Schleimer mit ihrem Feuer ausschalten. Läutere sie mit der Macht des Hirten. Okay, das können wir natürlich auch machen. Aber ich finde immer noch im Kampf sehr irreführend diese Kamerahaltung, dass die Kamera nicht auf den Charakter, den man spielt, fixiert ist, sondern auf den Gegner, den man anvisiert hat. So, der Wolf attackiert uns zwar die ganze Zeit von hinten, aber scheiß einen drauf. Wenn wir mal ganz kurz ins Artist-Menü gucken, ob wir da was Neues gelernt haben. Nee, leider nicht, haben nur den Himmelsstrom. Aber das sollte gemeinsam mit leider unserer neuen Gefährtin, so wie es aussieht, denke ich doch ganz gut auch so klappen, denn der Werwolf kommt hier kaum zum Zug. Powertreffer, sehr schön. Mal kurz SK ein bisschen auffüllen. Was ich mir immer noch frage, was dieses GK bedeutet. So, jetzt ist er erstmal ausgewichen. Das machen Gegner hier also auch. So, jetzt sollten wir aber hier mittlerweile zum Ende kommen. Are you really? Yep. I am the shepherd now. Calm yourselves at once! Chancellor Bartlow. Lady Alicia, we received word that there was a civil disturbance among the commoners. Indeed. However, it has already been quelled. By the appearance of the shepherd. The shepherd, you say? Citizens of Lady Lake, I hereby announce that this year's Sacred Blade Festival has come to a close. You heard him! Clear out at once! Please don't hold up! Come back! Keep moving! Milady, I should like to ask the cause of all this at a later time. Lady Maltran, your presence is also requested. The shepherd of all things. Now then, it is time for me to return to my place within you. Oh, yeah, I am the vessel after all. Now that's a creepy sight. What the? Saray? What's wrong? It's because I have entered his body. I'm afraid he'll have a high fever lasting about 3 full days. What? Why? Presumably, the human body is reacting to the sudden presence of unknown powers inside of it.
Those who make a pact with a Seraph usually wind up bedridden for a time. So that's what happens to one who becomes a vessel. I don't feel so good. Hey, are you all right? Not really. I think I'll take a nap for about 3 days. Saray! Der Weg des Hirten beginnt. Eine Trophäe freigeschaltet. Okay. Und das klang irgendwie gerade verkehrt, dass Layla in uns eingedrungen ist. Naja. Beute. Nachdem du die Kraft der Reinigung erlangt hast, kannst du Galt, in Klammern Geld, und Ausrüstung erlangen, indem du Beute aufsammelst, die Feinde fallen gelassen haben. Okay, wieso konnten wir das vorher nicht? Die du von ihrer Bosheit befreit hast. Und wir haben gerade gesehen, wir töten die Menschen also wirklich nicht, sondern wir läutern sie im wirklichen Sinne, befreien sie von der Dunkelheit, von der Bosheit. Hat gerade sehr gut funktioniert. Ausrüstungsgegenstände können über unterschiedliche Fertigkeiten verfügen, das haben wir schon erfahren. Versuche deshalb verschiedene Objekte zu sammeln, indem du verschiedene Arten von Feinden herausforderst. Das werden wir auf jeden Fall tun. Spieldaten müssen wir hier speichern, das können wir gerne mal tun. Habe ich in der aktuellen Aufnahmesession nämlich noch nicht einmal gemacht. 3 Tage später, wahrscheinlich. Hey. Well, well, good morning. Morning, you two. You okay? Better than before. Where is this? What happened to me afterward? You're at the inn in Lady Lake. Alicia graciously took care of the arrangements. You really were asleep for 3 days straight, you know? Was I? Now that Saray is awoken, why don't we all take a walk around town? I'm game. All right, let's go. Na toll, jetzt haben wir schon 2 Seraphim, die uns begleiten. Die keiner sehen kann. He's finally awake. Thank goodness. Oh my, he's younger than I thought. It's the shepherd. Literally an overnight celebrity. Indeed he is. Tja, göttliches Artefakt, Feuer erhalten. Und wir haben den Titel Hirte erlernt. Okay, zuallererst einmal möchte ich mir ganz kurz erstmal die Objekte anschauen. Was ist denn das göttliche Artefakt Feuer? Ach, das ist das Schwert. Heiliges Schwert, in dem sich Laylas Seele befand. Beweis für den Hirtenpakt zwischen Soray und Layla. Und wir haben Stil Feuerseraph bekommen. Hinter diesem kühnen, vorspringenden Stirn herrscht ein... Was? Hinter dieser kühnen, vorspringenden Stirn herrscht ein Durcheinander aus. Also aus... Ah! Geht's noch weiter. Aus hellen Fachwissen und verwerflichen Wortwitzen. Ach, das ist ein Kleidungsstil, okay. Feuermaid. Laylas normale Kleidung. Okay, das scheint alles Laylas Kleidung zu sein. Oder haben wir da jetzt noch irgendwo... Wo haben wir denn hier Mode? Da haben wir Mode. Haben wir irgendwo jetzt eine Alternative bekommen? Nee, haben wir nicht. Das war anscheinend... Ja, das war anscheinend alles zu Layla. Okay, damit haben wir jetzt unseren festen dritten Charakter in der Gruppe, ebenfalls Level 8. Ich wollte mal ganz kurz erstmal Unterstützungstalente. Snackzubereitung und Gesundheitswiederherstellung. Stelle unterwegs stetig KP wieder her. Das hört sich sehr gut an. Das lassen wir sie auf jeden Fall als Unterstützungstalent trainieren. Ausrüstung gucke ich mal eben nicht. Artis aber. Flackernde Flamme sieht also eher auf das Feuerelement aus, wie man hier sieht, denn alle ihre Angriffe haben das Feuerelement. Okay, das hier, der Feuerring, hat Feuer und Wasser. Das ist eine seraphische Arte. Was ich mich gerade frage, wir haben ja mittlerweile schon herausgefunden, dass es 3 verschiedene Arten von Artes gibt. Können die seraphischen Arte auch wirklich nur die Seraphin ausführen? Würde ja irgendwie Sinn machen. Erfüllung. Stellt KP und SK eines Verbündeten wieder her und erhöht zeitweise seinen Arteangriff. Das ist sehr gut. Sie kann uns also auch ein bisschen supporten. Ich glaube, Cleo kann das auch, ne? Robuste Hilfe.
Genau, der kann das genau das gleiche. Ich glaube, Statistiken wollte ich mir noch mal ganz kurz bei ihr angucken. Arte-Angriff ist hoch und Arte-Verteidigung. Ja, sie ist eindeutig die Magierin. Sogar schon fast, würde ich sagen, die Schwarzmagierin. Mikleo eher der Weißmagier. Man wird es noch herausfinden, okay. Wir sind auf jeden Fall, wie gerade eben gesagt, über Nacht zur Berühmtheit geworden. Kein Wunder, wenn wir der neue Hirte sind. Unternehmen einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Das werden wir auch gleich tun. Speichern müssen wir nicht, denn es wurde ja vor der Zwischensequenz abgespeichert. I'll fix you up something at once. Thank you, sir. But I'm actually stepping out for a bit. Oh, really? Well, then I'll get it ready for when you come back. Don't worry about the bill. It's the least I can do for the shepherd. Das really? Ist nett. Thank you so much. I'll be back in a little while. Hat natürlich auch seine Vorteile, eine Berühmtheit, in Klammern ein Hirte zu sein. Und was ich mich gerade frage, verfolgt uns eigentlich immer nur Mikleo? Oder können wir hier irgendwo... Ah, wir können die Gruppenmitglieder tauschen. Sehr cool. Hat das auch irgendwas zu bedeuten, dass die beiden oberen Charaktere verbunden sind? Also ich meine, wir sind ja mehr oder weniger mit Layla verbunden. Durch dieses schicksalhafte Treiben. Aber jetzt müssen wir erstmal uns ein bisschen auslaufen. Und vielleicht mal zu... There's almost no one out. I guess it's still pretty early in the morning. You all right? I just felt strange all of a sudden. Like a weird pressure was crushing down on my chest. What? You can sense it already? What you're feeling is the malevolence all around us. Now that you've become my vessel, you can sense it. This is proof that your body has already grown accustomed to my power. You don't say. You mean there's really that much malevolence out there, even beyond the city? Indeed. And this is only a taste. As people start to crowd the streets, you'll feel it even more. Come this way. Okay, dann wird unsere Hauptaufgabe des Spiels wahrscheinlich sein, den ganzen Hass, die ganze Wut, die ganze Trauer aus der Welt zu entfernen. Eine ganze Menge Verantwortung, die man als Hirte trägt. Aber gut, folgen wir erstmal. Ich habe kein aktuelles Ziel und kann auch die Karte nicht aufrufen. Wir müssen also leider mal folgen. Mit ihren hohen Absätzen. Trägt man das als Seraphim immer so? Die Kleidung ist doch ganz schön unpraktisch, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie lange sie geschlafen hat. Wahrscheinlich das erste Mal ist sie jetzt aufgewacht seit ein paar Jahren, als das Fest das letzte Mal stattgefunden hat. So, jetzt können wir uns auch weiter bewegen. Was sagst du denn zu der ganzen Sache? Was ist mit Layla los? Ich schätze, wir werden sie fragen müssen, wenn wir es wissen wollen. Ja, das war natürlich ein ganz cleverer Satz. Hier haben wir noch eine Truhe. Mit einem Bernsteinstab. Den könnten wir wahrscheinlich... Wobei... Was hast du eigentlich für eine Waffe? Gute Layla. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Ausrüstung. So. Antikes Papier. Na, das ist eine tolle Waffe. Ein Tiara... Als Kopfbedeckung, Kampfmontur, Feuerring, Bernsteinstiefel und Papierwerferin als Talent. Aber ich glaube, bei ihr machen wir auf jeden Fall was anderes. Und zwar, ich denke, den Artesangriff werden wir bei ihr trainieren. Feuerwirkerin. Haben wir bei Mikleo ein neues Talent? Nee, haben wir nicht. Ihn lasse ich... Bei ihm bin ich mir unschlüssig. Vielleicht ist er auch so ein... der typische Kampfmagier, dass er mit Zaubern als auch physisch angreifen kann. Durchaus möglich. Ich lasse erstmal Wasserwirker. Und meinen guten Zombie haben wir jetzt noch ein neues Talent hinzubekommen. Nämlich Hirte. Nächste Arte, eiskalter Schlag. Verteidigung um 4% würde dadurch erhöht werden.
Schwertplünderer sind wir jetzt mittlerweile auf Level 3. Ich werde erstmal ein bisschen darauf bleiben, so ungefähr bis da Können 5 steht. Dann möchte ich mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Oder haben wir jetzt schon neue Auswirkungen? Betäubungsrate plus 10% für 3 Sekunden bei Kampfbeginn. Ist das jetzt neu dazugekommen? Oder war das schon die ganze Zeit da? Das könnte natürlich auch sein, dass sich da immer neue Fertigkeiten mit jedem Level dazu gesellen. Das ist durchaus möglich. Allerdings weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was sich bei Hirte dann für neue Talente dazu begeben. Ich bleibe erstmal beim Schwertplünderer. Und wir haben doch gerade noch einen Stab gefunden. Das war der Ursprung, warum ich hier ins Menü wollte. Nämlich den Bernsteinstab. Und der ist um einiges besser. Und wir sehen da oben rechts, da wird, werden sich sogar gleich zwei Sachen verbinden. Beim guten Nikleo. Mal ganz kurz ins Fertigkeitsblatt geschaut. Nämlich Feuerschaden reduziert um 10%. Taumelzeit um 6% verringert. Okay, jetzt nicht so das Wahre. Wasserschaden um 10% reduziert, kann auch nicht schaden. So, jetzt habe ich aus Versehen, glaube ich, gerade bei Mikleo. Was bedeutet denn L2? Sperre ein, aus. Ne? Okay, damit können wir einen Gegenstand markieren. Keine Ahnung, was das bringt. Ich lasse es mal lieber aus. So, aber jetzt erstmal weiter. Oh, da haben wir noch eine Truhe. Aber die ist verschlossen. Bevor wir Leila folgen. Jo, das war's dann wohl mit der Putzaktion nach dem Fest. Der Alltag hat uns wieder. Man kann schließlich nicht ewig in Festtagsstimmung bleiben. Naja, ich bin jetzt auch nicht so wirklich in Festtagsstimmung. Hier nochmal eben ganz kurz umsehen. Wir möchten ja nichts verpassen. Und wir sehen diese ganzen... Ja, was ist das? Schwarze Asche, die hier herumfliegt. Ist das ein Zeichen von Boshaftigkeit? Eine Art Omen, die wir jetzt auch spüren können? Durchaus möglich. So, aber jetzt erstmal... Oh man, what a gorgeous lake! It truly is. But amidst the spectacular scenery, the town of Lady Lake is being corrupted by malevolence. Yeah, now that I can sense it, I can feel the corruption everywhere. We can't let this go on. It isn't just happening here in Lady Lake either. It's eating away at the entire world. The scenery may be splendid, but you can feel that this place lacks the blessing of the Seraphim, can you not? Yeah. In Elysia, I could always feel Gramps' blessing. But here, nothing. But Lila, this little walk of yours isn't just to reconfirm the situation in Lady Lake with us, is it? You've got something to tell us. Yes, I touched on it before, but now I must clarify to you. The true purpose of the Shepherd. The Shepherds can quell the Hellions, beings who bring chaos to humans and Seraphim alike, with the power of purification. That is the power of the Shepherd. However, that in and of itself is not the Shepherd's duty. What the Shepherd must quell is the source of all malevolence, the being who gives rise to the Hellions. The Lord of Calamity. The Lord of Calamity? Yes. This figure has been known by this name for countless centuries. Whenever Hellions run rampant, this figure is always there. A Lord of Calamity, who begets Hellions with the overwhelming amount of malevolence he possesses. Given enough time, a Lord of Calamity can even permanently alter the world itself. Such is the calamity he brings. Wait! If I remember correctly, the celestial record said that a shepherd hasn't appeared for the last 200 years. And 200 years ago, there are records that the world was overcome by an unprecedented calamity. Could there be a connection? I understand. So, the Lord of Calamity is the source of all the malevolence, and it's the duty of the shepherd to find and put a stop to him. That's all well and good, but where is this guy? For now, it is enough so long as you understand the duty of the Shepherd. Huh?
The answers you seek are those you must discover for yourself, Saray. Answers of your own that you will not regret. Stay true to yourself. Forget not your duty, but be not a slave to it either. Answers of my own. And to that end, Saray, I know you want to ask about the effects the Lord of Calamity has on this world, and how Earth Dwellers and Seraphim go about their lives, but I want you to discern these for yourself. It's true that I'm completely clueless when it comes to just about everything in the world. I want you to travel the world and discover all sorts of things. Only then can you take the answers you have found for yourself and make a stand against the Lord of Calamity. It's not that tricky a concept. Pretty much boils down to, hey Saray, let's take a trip around the world. Yes. Got it. Anyhow, can we start by investigating some food? Talk about Calamity. I'm gonna pass out. Shall we head back to the inn? I don't want to have to carry our shepherd around. Sure. Okay. Mikio hat's eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wir sollen einfach auf eine Weltreise uns begeben, gemeinsam natürlich. Und leider scheint natürlich einiges zu wissen, will es aber nicht erzählen, weil Story alles selbst am eigenen Leib erfahren soll. Und ich denke, das ist auch ganz clever, wenn man etwas, eine Erfahrung selber macht, bringt es immer wesentlich mehr, als wenn es jemand einen erzählt. Hier haben wir noch einen Monolithen. Seraphischer Artis. Wenn du Seraphischer Artis wirkst, bist du nicht vor Gegenangriffen geschützt, aber verborgene Artis von Feinden, die geladen werden müssen, werden dich nicht zum Taumeln bringen und halbieren die Wirkzeit deines Seraphischen Artis. Das klingt alles ganz schön kompliziert. Wenn du also einen Feind siehst, der ein verborgenes Arte wirkt, kannst du Angriffe aushalten, die du normalerweise nicht abwehren könntest. Anders ausgedrückt, lass dich nicht ohne einen Seraph erwischen. Okay. AP um 1 erhöht. Und wir sollen immer einen Seraphen in unserer Gruppe haben. Wobei ich mich immer noch frage, können nur Seraphen bzw. Seraphin seraphischer Artis wirken? Mal wieder eine verschlossene Truhe. Ich frage mich, wie wir die öffnen können. Du hast ihn gesehen, oder? Och Mann, ich wünschte, ich hätte den Hirten auch zu Gesicht bekommen. Das ist nicht fair. Du müsstest dich nur umdrehen, kleines Mädchen. Aber wenn du nicht willst, dann tu es nicht, und da glitzert etwas. Und zwar Kamille. Sehr schön, das sammeln wir natürlich auch ein. Das können wir nicht einsammeln, das sind einfach nur ganz gewöhnliche Pflanzen. So, dann gehen wir jetzt zurück zum Gasthaus. Haben wir hier noch irgendwo etwas? Nee. Dann gehen wir mal direkt zurück. Stärken uns vielleicht noch ein bisschen. You know, I've always wanted to travel the world. But I never imagined it'd be so important. It's kind of weird. But I can't say I'm not excited. I think it's safe to say you're probably the most, sheltered shepherd in history. You really think so? Hey, Lila, what kind of people were the other shepherds? Huh? Oh, sorry. I missed what you said. So, what were the other shepherds like? I missed what you said. Lila? Yes. Hiding something? Oh my, isn't this lovely weather? Looks like she doesn't want to talk. Can I ask why you won't answer? I have forged an oath with myself. So long as I uphold that oath, I may wield certain extraordinary powers. However, the terms of the oath also prohibit things. So wait, does that mean there are certain things you can't discuss? By powers, I assume you mean the power of purification? Oh wow, look at the pretty butterfly. You're kind of bad at this, aren't you? Does it really matter? We're traveling the world to find these answers anyway, after all. So we need to go investigate each land's shepherd myths? Yes, yes, yes! That's 1000% correct! Ok,
Can other Seraphim besides you wield the power of purification? We should get back before Saray collapses from hunger and we have to sneak his body through the back alleys. We'd better get going. Chop chop, no time to waste. The food is probably ice cold by now. Let's get going. Ja, sie scheint gerne ein bisschen vom Thema abzulenken, was sie aber nicht besonders gut drauf hat. Ein Aktionssuchpunkt? Wo? Wo ist der Aktionssuchpunkt? Wo? Wie wunderbar das Wasserrad im Morgenlicht aussieht. Wunderschön, aber wo ist der Aktionssuchpunkt? Eis am Stiel wollte ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ey, hier war doch gerade noch irgendwo ein Aktionssuchpunkt. Bin ich doof? Das Wasserrad da vielleicht? Ah! Neue Fundstätte, das große Wasserrad vom Damensee. AP um 1 erhöht, aber kein Zwischengespräch. Okay. Wir haben jetzt auch schon wieder genügend gequatscht. Und mit einem Blick zur Uhr muss ich schon wieder entsetzt feststellen, die halbe Stunde ist auch schon wieder fast durch. Gehen wir nochmal eben schnell zurück zum Hotel? Ja, gehen wir nochmal eben schnell zurück. Und dann müssen wir den Part auch schon wieder bald beenden. Beziehungsweise, ich glaube, das könnte schon wieder eine längere Sequenz zur Folge haben. Deswegen nutzen wir hier diesen Speicherstand. Und machen an dieser Stelle einen sauberen Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal dann wieder in Let's Play Tales of Cesteria, wo unsere richtige Reise wohl erst so richtig beginnt. Ich bin sehr gespannt, wo uns diese Reise überall hinführen wird, welche Ruinen wir erforschen werden und die ganzen Wahrheiten aufdecken und natürlich den Diener des Unheils, der anscheinend unser Hauptfeind des Spiels ist. Das ist natürlich auch unser Hauptziel, den zu finden und zu besiegen, zu läutern, zu bereinigen und zu töten. Eigentlich wollte ich nicht zu töten sagen, aber jetzt habe ich es am Ende doch getan. Ist auch egal, das war's auf jeden Fall mit diesem Part und beim nächsten Mal sehen wir uns frisch ausgeruht wieder in Tales of Cesteria. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.